Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Ja, ich habe gerade noch die Pause an, ehe der mir wegläuft. Mal gucken. Toll, jetzt läuft er nicht weg. Nachdem wir die große Party gemacht haben, die totaler Reinfall war. Fangen wir gleich an. Und dann die... Das... Ja... nicht genau, wie man es bezeichnen soll. Nennen wir es einfach Besäufnis, ne? Hier die Veranstaltung. Auch wenn wir keinen Druiden haben, könnten wir mal so fair sein und zumindest uns alles anschauen. Erstmal, wir haben einen freundlichen Besuch. Engel Gross. Kommt mit Schild und Waffe. Besuch. Er hat uns mit einem Besuch. Er ist Level 3. Organisiere eine. Nein, das ist nicht geskriptet. Nein. Das wusste ich vorher nicht. Also wirklich nicht. Super, da haben wir jetzt Druide 3. Stufe 3. Ist doch perfekt. Das ist aber dann jetzt auch neu, dass man da so Besuche bekommt. Wenn ich jetzt hier Veranstaltung mache, dann haben wir einen Druiden da. Und wir haben Danny die Kuh. Und wir haben ja doch einige Hühnchen. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Da müssen wir Lenny nehmen. Also wird überragend. Ich kann jetzt hier keine Nahrung eingeben, ne? Englisch dabei, bla bla bla. Werden hier nach Qualität. Ach, macht mal. Peter versammeln sich, ja. Ist da nicht, was die jetzt vorhaben? Da ist die Kuh. Beten die jetzt einfach nur eine Kuh an? Nicht wirklich, oder? Ja, ich lasse das jetzt laufen erstmal. Man möchte es ja zumindest mal gesehen haben. Es ist ja, wie gesagt, fair. Dass jeder hier mal seinen Glauben. Ich mag die Kamera. Geh runter. Wir haben jetzt nicht die Kuh einfach so. Das finde ich ja nur alles andere als schön. Was sagt denn Lucia zur Veranstaltung? Die neue Rituale erfinden. Frau sanftmütig. Ja. Ganz ehrlich.
Wir haben Lenny die Kuh geschlachtet. Da liegt sie. So, na gut. Können wir mit ihm dann jetzt noch irgendwas machen? Sie mit ihm irgendwas machen, ne? Einfach nur die Kuh in die Mitte gestellt. Und dann. Ich habe niemanden ausgewählt. Ich habe was Neues rausgefunden, aber es ist ja egal. Ich habe die Kuh in die Mitte gestellt, ein bisschen angebettet und dann ist die Kuh auf mysteriöse Umstände umgekippt. Kann er ja machen, ne? Was ich festgestellt habe, wenn man auf Tab drückt, kann man die ganzen Siedler durchtappen. Das ist für mich neu. Also wer es schon wusste, ist schön. Ich wusste es noch nicht. Was interessant, da kommt da einfach so ein Besucher und ja, Druide und passt. Problem ist jetzt, wir haben immer noch keinen Druiden. Wäre ja mehr als nur schön gewesen. Aber pff, ja gut. Jetzt liegt sich hier ein bisschen Knochen rum. Und das. Ich meine, es grundsätzlich ist das ja schon mal eine schöne Mechanik. Dass hier immer mal jemand vorbeikommt, ob nun. Gale Cross oder wer auch immer. Ich denke, da gibt es auch für diesen Gottesdienst hier dann auch noch welche, die da vorbeikommen. Das Huhn Athene ist übrigens eines natürlichen Todes gestorben. Ja, da war keiner in der Nähe. Jetzt will ich mal gucken. Okay. Jetzt auf 4x Dach ist das schon soweit. Eingeräumt ist das Zimmer. Da unten noch nicht so schön, aber immerhin etwas. Das klang gut. Naja, gut. So. Ist das aber jetzt auch neu, hä? Ästhetik 1825. Will den Feuerbehälter hinstellen? Ich immerhin eben Ästhetik mehr. Nicht. Ist seit dem letzten Video genau einen Tag vergangen. Wer jetzt Gemächer erstellt. Mhm. Ach so, weil das Dach bestimmt zu ist, ne? Nee. Nicht ganz. Naja. Ist, ich kann ja hier wie sage ich mal das kann dann ein Stück hübscher machen, indem ich noch ein paar goldene Feuerbehälter reinstelle. Ihr Kühe solltet mal weggehen, da ist hier ein Gotteshaus, was naja.
So, stimmt, das kann man ja auch hingucken. Der Dschungel von Avalon. Was da? Nein, das lese ich jetzt nicht vor. Das sind die Jungs, ne? Hm. Wortkombi müssen wir ja auch bald mal wieder. Ah, er verlässt jetzt die Siedlung. Gut. Was wir aber machen können, ist erstmal. Die Lagerstellen hier alle abreißen. Weil das Haus ist gebaut. Brauchen wir nicht mehr. Wir können jetzt eigentlich schon mal hier hinten schon mal mit dem nächsten anfangen. Was ist das eigentlich? Ich weiß, das ist Heu. Sehr hoch. Und Holz. Ja, da können wir jetzt hier schon mal sagen, so, macht mal. Wenn wir die brauchen. Jeffrey 2 ist jetzt erstmal nur geistlicher, ne? Ich war jetzt verwundert, warum hier was brennt, aber ja, macht ja Sinn. Kann den sogar befördern. Ungelernte Tätigkeit, Umgang mit Tieren. Das heißt, er macht jetzt was, was er... Ein was mehr, was er nicht machen möchte. Und das Schöne ist, er muss es auch nicht machen. Wir haben zumindest den Geistlichen Stufe 2. Ich gehe davon aus, er säuft einfach nur mehr. Und die Veranstaltung wird dann dementsprechend besser. Das Haus hier ist so ein bisschen, naja, ich wohne. Geht erstmal ein Haus da, ne? Es ist hier ein bisschen Fläche wieder zugebaut. Wir haben ja hier eigentlich noch viel Fläche. Wir haben sogar eigentlich relativ viel Erde noch. Wer viel Erde hat, kann auch mal hier ein Loch zu buddeln. Also, da konzentrierst du dich darauf, das Loch zuzumachen und kriegst nicht mit, was da oben steht. Können Sie zumachen? Könnten wir entweder hier was reinbauen oder das Loch komplett zumachen. Wie auch immer man möchte, ne? Also da stehen uns alle Tore und Türen offen. Kann ich eigentlich oder als Bade? Hat keine keine eigene Kammer. Ich jetzt mal. Geben wir ihm hier das mal. Geht es dann? Ne, Gemächer sind das ja nur.
Das ist aber auch geil gemacht, ne? Du brauchst eine große Halle, du brauchst Redekunst 10. Du musst eine Weile lang Barde sein, brauchst eine eigene Kammer und eine Garderobe. Und, achso, die Garderobe, Zufall, dass ich die schon gebaut habe. Haben wir einen Wandspiegel? Man sieht. Nicht schlimm. Geil für Musikinstrumente. Kann ich jetzt. Das ist ja der Bade, ne? Der kriegt das so ein Regal, gut ist. Irgendwo war das wieder, und ich weiß. Ich musste die herstellen. Immer nach. Da muss ich sagen, das finde ich ganz gut, dass man hier notfalls einfach suchen kann. Sieht, funktioniert das super. Richtig sucht, funktioniert auch. Werden wir mal erstmal hier einfach nur aus Testgründen. Die Feuerstelle hin. Wir müssen mal wissen, was da passiert. Dann brauchen wir eine Schmiede. Das war eine Schmiede für Lehmziegel oder aus Lehmziegeln. Muss man das wieder ganz da oben bringen? Ja, das ist grundsätzlich nicht schlimm, aber es ist einfach ewig lange klicken. Dann bauen wir erstmal einen Wandspiegel und gut ist. Ich will hier einfach mal. Es gibt sogar runde Feuerstellen. Feuerstellen. Oh, kann man machen, ist nicht schlimm. Sich um ein offenes Feuer zu versammeln, ist der Inbegriff bla. Bedingte Fertigkeit, nö. Treffer unwichtig, unwichtig. Wenn du ausgehungert bist, versuch's einfach mal mit. Nur so als Tipp. Wir haben 115 Mahlzeiten. Mal her zu mir.
das macht David schon. Das ist ja, weil du wieder sonst warum kletterst. Vielleicht so eine Sache, wo man sagen kann, da werden dann abends die Leute ankommen, sich rundherum setzen und irgendwie miteinander reden. Bei, oh Gott, wie heißt das? Medieval Dynasty, glaube ich, ist das ja dann so. Grundsätzlich brennt es. Jetzt irgendwelche Vorteile? Tessa Leichen. Eine wunderschöne Umgebung ist schon mal wunderschön. Nicht am Ritual teil. Oh Mann. So ein Gejammer. Vielleicht wollte sie da gar nicht teilnehmen. Top. Ist klar, ist nur ein kleines Asset. Von daher alles gut. Und Feuer muss man da auch nicht sonst wie machen. Hey, wir haben eine Feuerstelle. Wir haben einen Barden, der einen Wandspiegel braucht. Ich wollte gerade sagen, was denn jetzt? Da ist noch überhaupt nichts passiert mit. Irgendwann wird schon mal jemand Wandspiegel bauen. Dann hätten wir nämlich auch schon einen Barden Level 2. Und also theoretisch würde das runde Feuer hier auch gut aussehen, ne? Statt dem Baum. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall würde ich den Marktplatz hier einfach mal vergrößern nebenbei. Nichts so Aufwendiges. Ja. Nächstes Mal gibt es ein richtiges Besäufnis. Gut, wir haben jetzt erstmal den geistlichen Stufe 2, glaube ich. Aber hey, da kommt Stufe 3 an. Aber gut, dann soll er dann erstmal kommen. Und wir schauen uns beim nächsten Mal ganz einfach an, ob der ein Stück besser ist oder auch nicht. Für heute haben wir erstmal gesehen, die Kuh hat es leider nicht überlebt. Nie. Ruhe in Frieden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.